Hallo, wir sind Ronald und Andrea und wir sind mit zwei Husqvarnas seit 10 Monaten auf Weltumrundung. Und ab und zu nutzen wir die Gelegenheit und stellen euch unsere Ausrüstungsgegenstände vor. Heute geht es um die Artikel, die wir von der Firma Enduristan haben. Ja genau, das sind 5 Stück und zwar haben wir einmal Rollbacks, dann Paniertopper. Dann blenden wir noch ein Basebags, Flaschenhalter und Tankrucksäcke. Genau. Wir haben noch mehr Artikel. Die haben wir aber nicht dabei. Genau, das war eine Werkzeugrolle, war das noch gewesen. Und noch kleinere Fenderbags. Ja. Aber da haben wir uns entschieden, dass wir die auf die Weltumrundung nicht mitnehmen. Die haben sich als unpraktisch erwiesen in verschiedenen Verprobungstouren. Fangen wir mal mit dem Rollback an. Wir haben hier den Tornado 2L Rollback. Die gibt es bei Enduristan in verschiedenen Größen. Wir haben die mittlere Größe. Der zeichnet sich dadurch aus, dass der innen rot ist. Das heißt, man kann wirklich gut, wenn man einen Artikel reinlegt, die Artikel erkennen aufgrund der roten Hintergrundfarbe. Dann hat der innen drin selbst im Back ein Reißverschlussfach. Wir haben jeden unserer Rollbacks einen Apple AirTag drin, um damit bei Diebstahl die Gepäckstücke verfolgen zu können. Dann gibt es die Möglichkeit, bei dem Rollback vorne ein Schildchen reinzutun. Wir haben hier so Kennzeichnungen drin. Z steht für Zelt, Zeltrollback. Und das ist äußerst praktisch. Wir haben nämlich 4 Rollbacks. Das müsst ihr mal gucken, wo ist jetzt was drin, wenn wir die Sachen mal irgendwo hin transportieren. Was gibt es noch zu sagen zum Rollback? Der ist jetzt auch 4 Jahre alt. Wir haben den ungefähr auf den Motorrädern 70.000 Kilometer schon gefahren. Er hat keine Beschädigung, ist alles noch okay. Eine Beschädigung hat der Rollback, die haben wir uns selbst verschuldet. Da ist einmal dieser Schnappmechanismus ausgerissen. Da haben wir aber unvorsichtig den Rollback über das Motorrad geschoben. Da ist er hängen geblieben, wir haben es nicht gemerkt. Kann man aber wieder mit Superkleber kleben. Hält jetzt seit 50.000 Kilometern, ja. Hält es. Genau. Naja, und wenn man eben es schafft und nicht zu viel drin hat und, also hier ist erstmal so eine Lasche und wenn man es dann schafft, zweimal zu rollen. Hält er auch wasserdicht. Genau. Dann muss man nicht dreimal rollen, wie Enduristan das sagt, sondern ja. Zweimal langt auch vollkommen aus. Also die Sachen sind nie nass geworden, da genau. War nie Feuchtigkeit drin. Richtig, das ist das Wichtigste. Es wurde nie nass und wir sind bei extremem Regen gefahren, wirklich ja. Extrem, mehr als was ihr Regen in Europa kennt. Und die Oberfläche lässt sich auch sehr gut reinigen, obwohl sie so eine Riffeloberfläche hat. Das packt man ab und zu mal unter den Wasserhahn in die Dusche. Mit einer Bürste schrubbt man ab und dann sieht er wieder nicht aus wie neu, aber der Hauptschmutz ordentlich. Ist weg. Ordentlich aus, genau. So, der nächste Gegenstand. Das ist hier ein Paniertopper. Den gibt es auch in verschiedenen Größen. Wir haben da den großen. Ja, ich glaube, wir haben ja. Den großen, genau. Die haben wir auf die Kofferdeckeltasche, auf die Kofferdeckel befestigt und der ursprüngliche Gedanke war darin, eben Sachen reinzupacken, die man unterwegs mal eben schnell braucht, weil ja die Tankrucksäcke bei unserem Motorrädern sehr, sehr klein sind. Wir haben ja nicht den Platz wie bei einer BMW, wo man da so ein Riesending. Ja, wo man auch vorne eine Kamera rein tun könnte, ja. Ist bei uns nicht der Fall. Genau, deswegen haben wir die Paniertopper genommen. Ronald hat seine jetzt mittlerweile schon entsorgt. Genau, wir hatten 4 Stück dabei. Einer ging kaputt. Der Reißverschluss. Zwei haben wir wieder nach Hause mitnehmen lassen durch meine Tochter, die uns mal besucht hat. Den 4. haben wir noch. Aber wir können sagen dazu, zur Wasserdichtigkeit, die heißt, die halten im Großen und Ganzen wasserdicht. Ich würde sagen, 99% halten sie wasserdicht. Es kommt bei ganz starkem Regen Wasser rein. Durch die Reißverschlüsse, wenn die zu sind, ist es wirklich nicht komplett wasserdicht. Da kann Wasser eindringen. Und dann hat man drin 2, 3 Wassertropfen, ist aber alles relativ unschädlich. Ja, was aber ein größeres Problem oder ist eher, es kommt zwar nicht unbedingt richtig Wasser rein, dass man jetzt einen Wassereinbruch hat und dann da Pfützen drin hat, aber bei sehr starkem Regen und hoher Luftfeuchtigkeit wird trotzdem alles innen irgendwie feucht. Ja. Und die sind sehr schwer. Ich glaube, sie wiegen leer über 1 Kilo. Ich weiß aber jetzt nicht genau.
und sind aber für das Gewicht, haben sie zu wenig Volumen. Also das Eigengewicht und das Volumen, was sie aufnehmen können, ist sehr ineffizient. Und wir würden sagen, es war für einen Kurzurlaub oder für einen Wochenendtrip ist es optimal, aber für eine Langzeitreise ist es eine Fehlinvestition. Sie sind zu schwer und es passt nicht allzu viel rein. Und wenn man, und die Idee, die wir hatten, ist, wir machen sie vom Koffer ab. Da friemelt man eine halbe Minute rum, dann hat man sie ab und man schleppt sie mit, wenn wir irgendwo hingehen wollen und wollen das Kameraequipment oder andere wertvolle Sachen, die wir hier drin hatten, nicht am Motorrad lassen. Das haben wir ein oder zwei Mal gemacht, das wurde dann sehr fummelig alles und wir sind dann übergegangen, dass wir jetzt Rucksäcke haben. Das ist deutlich angenehmer, da passt die doppelte Menge rein. Der Rucksack ist selbst vom Eigengewicht nur halb so schwer wie dieses Teil. Man kann es auf den Rücken spannen und muss es hier nicht in der Hand tragen. Also die erste Idee, die wir hatten, die sich auf Verprobungsurlauben eigentlich bewährt hatte, hat sich jetzt im Laufe der langen Reise als ungünstig gezeigt. Relativ schnell sogar. Es dauerte keine 2-3 Monate, haben wir gemerkt, das ist nichts. Wobei, ich habe den immer noch, weil ich die Kamera da teilweise drin habe, weil dafür ist es natürlich praktisch, man hält eben kurz an, macht den auf und nimmt die Kamera raus. Aus dem Rucksack kriege ich die nicht mal eben raus, weil da eben ja noch andere Sachen drin sind, Stativ und Computerzubehör. Da ist er halt praktisch, aber andererseits eben zum Mitnehmen ist er schlecht. Ich hatte schon mal, dass dann halt die Kamera auch feucht war, also die Linse war beschlagen nach Regen. Ja, oh ja, stimmt. Aber es ist praktisch einfach, man hat hier noch ein Reißverschlussfach, wo man was unterbringen kann. Haben wir zum Beispiel Bedienungsanleitungen drin, Klettband hier, wo man was hinter, eine Gummiband, wo man was hinterklemmen kann, und Kugelschreiber. Und hat auch innen alles rot, dass man Sachen gut sieht. Man kann auch Sachen wie Brillen und so gut drin verstauen und kommt da sehr schnell ran. Also die sind äußerst praktisch, aber für eine Langzeitreise, wie gesagt, nicht geeignet. Optimal für so einen Wochenendtrip oder für einen Kurzurlaub sind sie gut, aber für weitere Dinge würden wir sie nicht nochmal nehmen. Dann kommen wir jetzt zu den drei anderen Artikeln. Also hier seht ihr jetzt die XB-Specs. Das sind unsere sogenannten Sturztaschen. Da haben wir mal ein Video zu gemacht, das findet ihr bei uns in der Playlist. Das ist eine Tasche, die wir seitlich mit Karabinern montiert haben. Lässt sich sehr schnell innerhalb von wenigen Sekunden abnehmen. Und da drin haben wir zum Beispiel unsere Ersatzteile oder das Erste-Hilfe-Set zum Beispiel. Die haben sich als äußerst praktisch erwiesen, weil wenn ein Motorrad umfällt und hin und wieder ist es mal umgefallen durch den Wind, fällt es sehr weich. Die Sturztaschen oder die XB-Specs gehen nicht kaputt. Und wir haben drin, dass sie formstabil bleiben, zwei Dosen platziert, wo dann die Ersatzteile drin sind. Damit sparen wir uns einen Sturzbügel praktisch und von der Befestigungsart geht es auch sehr schnell ab. Ja, dann das nächste, was äußerst fantastisch ist, sind die Getränkehalter. Die haben wir haben 4 Stück, jeder hat 2 an beiden Seiten vorne am Tank montiert. Und hier passen so gerade eben 1 Liter Flaschen, die wir hier in den USA gekauft haben, passen rein. Hängt natürlich immer vom Durchmesser ab, was man hat. Ja, also 2x1 Liter. Ja. Wir haben praktisch dann 2 Liter Wasser dabei, direkt vor dem Motorrad, griffbereit. Genau, kann man mal eben kurz anhalten, mal einen Schluck trinken. Mit den Klapphelmen ist das ja dann auch von Vorteil und muss nicht da immer absteigen. Ja. Und die habe ich verstärkt auch mit einer Plastikflasche, die ich aus dem Laborbedarf gekauft habe. Das ist so Weich-PVC, heißt das nicht HDP, habe den Namen vergessen. Also so weicher Kunststoff, die habe ich oben abgeschnitten. Dann passt sie genau vom Durchmesser in den Flaschenhalter rein und dient praktisch als Formgebung für den Halter selbst, der sonst praktisch extrem labil ist. So kann man einfach die Flasche rein und rausziehen. Dann unser letztes Teil, was wir haben. Das 5. Teil ist ein Tankrucksack. Das ist der, jetzt habe ich den Namen vergessen. Desert Storm, glaube ich. Aber wir blenden es nochmal ein, wie die Artikel heißen. Ein Tankrucksack. Wir können keinen größeren Tankrucksack nehmen, sonst kämen wir nicht mehr an die Tankverschlüsse unsere 2 Zusatztanks an, die wir vorne am Motorrad haben.
Und wir benutzen den Tankrucksack eigentlich nur zur Verwahrung von Handcreme, Labello, Taschentuch, Kabel für die Helmsprechanlage, iPhone-Kabel, um das iPhone am Motorrad zu laden. Das ist da alles drin. Ein kleines Handtuch zum Hände abtrocknen und das war es eigentlich. Mehr passt da auch nicht rein. Der hat nur 1 oder 2 Liter oder sowas, aber ich schreibe es wie gesagt nochmal in die Beschreibung rein. Der hat auch ein Kartenfach, was man mit Klettverschluss, mit Klettband oben draufsetzen kann. Und da müssen wir sagen, zeigt sich wieder, wenn man auf langen Reisen ist, wie schnell Dinge kaputt gehen. Speziell auch, wenn man in heißen Ländern ist und wir auch sehr lange in sehr hohen Höhen waren mit hoher UV-Strahlung. Da ist nämlich oben von der Kartentasche das der Kunststoff, der durchsichtige Kunststoff ist zerbrochen. Ja. Und zwar relativ schnell. Bei mir, ich habe den in Bogota weggeschmissen. Oh, ich habe den jetzt auch irgendwann mal kürzlich vor ein paar Wochen weggeschmissen. Ja. Der hat also gehalten, die Karten, das Kartenfach hat gehalten vielleicht 40.000, 50.000 Kilometer. Ja. Haben tun wir den auch schon 70.000 Kilometer oder 4 Jahre ungefähr. Da haben wir die Sachen angeschafft. Aber das war auch eine Enttäuschung, ehrlich gesagt. Das war ganz klar falsche Materialauswahl. Da gibt es Tankrucksäcke, die wir auch schon früher natürlich hatten auf anderen Motorrädern. Die haben auch nach Jahren, wurden die nicht, vergilbten die nicht und wurden auch nicht brüchig. Ja. Die haben einfach gehalten. Und hier hat Enduris dann eigentlich die falsche Materialauswahl getroffen, ganz eindeutig. Und dann gibt es noch denselben Nachteil wie beim Paniertopper. Nämlich, er ist zwar eigentlich vom Prinzip her wasserdicht, zieht aber auch Feuchtigkeit, wenn es stark regnet oder eine hohe Luftfeuchtigkeit ist. Dann sind auch manchmal Sachen feucht. Lässt Feuchtigkeit durch. Ja. Ja, genau. Das ist auch der Reißverschluss, das gleiche Problem. Die Reißverschlüsse, die beiden stoßen aneinander. Und da ist genau der Eintrittspunkt, weil das schließt sich nicht total luftdicht oder staubdicht ab. Da kommt dann mal 1, 2 Tropfen Wasser rein. Und wenn man dann stundenlang im Regen fährt, stundenlang, wir reden dann von 8 Stunden starken Regen zum Beispiel, dann hat man auch mal 2, 3 Tropfen Wasser drin. Also oder wenn die im Regen stehen. Oder wenn die Motorräder, wir haben nämlich die Tankrucksäcke verschraubt unterhalb der Sitzbank, die kann man nicht mehr abmachen, sagen wir, schrauben die Schrauben ab. Die Motorräder standen dann nachts draußen bei starkem Regen und dann war mal ein bisschen Wasser drin. Da wir aber sowieso nur unerhebliche Artikel im Tankrucksack haben, wie Taschentuch oder wie eine Handcreme, war das kein Thema bisher. Ja. Weil grundsätzlich ist es wie beim Paniertopper hier auch, wegen der Wasserdichtigkeit gibt es hier einen Überstand, so eine Lippe, damit eigentlich kein Wasser eindringt. Aber wie gesagt, es zieht trotzdem Wasser rein. Bei Starkregen hatte ich schon mal beim Tankrucksack, dass halt hier in der Lücke Wasser stand. Aber ja, es wird trotzdem alles irgendwie feucht. Ja. Also würden wir, jetzt kommt wieder unsere übliche Frage, die ihr uns wahrscheinlich stellen würdet, gehen wir mal von aus, würdet ihr die Sachen wieder kaufen? Wenn wir sagen, ja. Teilweise. Teilweise. Also der Rollback, definitiv, den werden wir wieder kaufen, wenn er kaputt geht. Den Paniertopper würden wir nicht mehr kaufen, also nicht für Langzeitreisende. Die X-Spaceback, wenn die kaputt gehen würden, würden wir auch wieder kaufen. Die sind auch ganz hervorragend übrigens. Den Tankrucksack, wir haben den unter anderem gekauft. Da war auch wieder der Punkt, es gab fast nichts anderes eigentlich, weil wir eben das Problem haben, dass wir so eine kleine Fläche nur haben. Ja, vielleicht gibt es mittlerweile auch kleine andere Tankrucksäcke. Ansonsten ist der Tankrucksack als solches gar nicht so schlecht. Das Kartenfach ist das Problem. Das kriegt man aber separat nachgekauft und das werden wir auch wieder nachkaufen, sobald wir in Europa sind. Weil da kann man nämlich dann zum Beispiel, wenn man hier in die Nationalparks fährt, wir sind gerade in Amerika, in den USA, zum Beispiel den Pass reintun oder die sonstige Mautgebührenzettel, die man hat und hat die ganz schnell griffbereit. Wir hatten auch vorher die iPhones da drin und haben auch da drin die iPhone geladen. Da braucht man kein iPhone, kein Quadlock oder kein SP-Connect-Halter am Lenker. Das hat dann ausgereicht, das iPhone in den Tankrucksack zu tun. So, und das ist eins der Top-Artikel, wie gesagt, ist der Flaschenhalter. Der ist perfekt. Der ist perfekt, aber mit der Einlage, wenn wir die nicht hätten, weiß ich nicht, dann wäre es vielleicht ein bisschen gakelig. Ja. Ja, falls ihr Fragen habt zu den Artikeln, die wir mithaben oder auch zu anderen Sachen, dann schreibt es bitte gerne in die Kommentare. Ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr uns wieder auf anderen Kanälen, bei anderen Videos wiederseht. Tschüss.